Professor Marika Sobotka, man kann Sie ohne weiteres als die Grandin des Wiener Liedes bezeichnen. Zahlreiche Auszeichnungen bestätigen dies. Neben Geschichten aus ihrem Leben sprach sie auch über die Bedeutung des Wiener Liedes und dass Wien die einzige Weltstadt, die einzige Metropole der Welt ist, die ein eigenes Liedgut hat. Ich wäre verloren ohne mein Wien, wenn ich auch hier nicht geboren bin. Blick ich zurück nun auf mein Leben, gab's nicht nur Glück, auch Schicksalsschläge. Doch mein Humor half immer wieder und auch Musik und meine Lieder. Meine Freunde sind für mich da, ob in der Ferne oder nah. Weiß nicht, wo ohne euch ich bliebe. Ich danke euch für all die Liebe. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Professor Marika Sobotka. Wiener Liedfreunde, keine Unbekannte. Schön, dass du bei uns bist. Ich bedanke mich für die liebe Einladung. Gerne, gerne. Ja, jetzt wollen wir gleich fragen einmal. Wiener Lied ist für dich ein wichtiges Anliegen, für dich bedeutet das sehr viel. Ja. Du stammst aber, du hast eigentlich begonnen gar nicht beim Wiener Lied. Nein, ich bin geboren in Thessaloniki, Griechenland und mein Vater war Grieche und meine Mutter war eine echte Wienerin mit einschlägigen nach Ungarn. Und durch meinen Vater und durch meine Mutter, meine Urgroßeltern mütterlicherseits vom K&K Hofburgschauspieler und mein Opa, mein Großvater mütterlicherseits, hat 8 Instrumente gespielt. Und wie gesagt, also ich spiele kein Instrument, aber die Liebe zur Musik wurde mir wahrscheinlich schon in die Wiege gelegt und ich habe auch einen 8 Jahre älteren Bruder, der wunderbar Violine gespielt hat, aber eben nicht den Hang und den Drang zur Bühne gehabt hat. Also der war ganz anders als ich. Also ich musste schon als kleines Kind immer im Mittelpunkt stehen und habe das auch eigentlich genossen, dass ich ja als Kleinkind schon im Don Bosco in Salesiana, und zwar im 3. Bezirk, wo der Joe Zawinul und auch der Bundespräsident Thomas Klestil aufgewachsen sind, Jahrzehnte vor mir natürlich. Und da habe ich dort schon Theater gespielt und auch gesungen und wollte dann eben zur Bühne. Aber meine Eltern haben gesagt, na, du musst einen ordentlichen Beruf erlernen, was ich ihnen heute auch sehr dankbar bin dafür, weil ich habe dann die kaufmännische Ausbildung gemacht und habe dann eben mit Handelskammerprüfung abgeschlossen und das ist mir in späteren Jahren auch sehr zugute gekommen. Jetzt, wir haben ja in Wien ein großes Glück, dass Wien die einzige Weltstadt ist, die ein eigenes Liedgut hat, das heißt ein eigenes, ja, das Wiener Lied ist einmalig. Es gibt kein Pariser Lied, was ich weiß, es gibt kein London Lied, es gibt nur das Wiener Lied. Ja. Wie bist du zum Wiener Lied dann gekommen? Ich bin zuerst zur Operette gekommen und zwar durch Zufall wurde ich als Einspringerin bei der Gräfin Maritza, also von Professor Matzko engagiert, und zwar, dass ich, das kann ich eigentlich nur verdanken, weil ich die langen schwarzen Haare damals gehabt habe, und eine Zigarre, das ist eine ganz kleine Rolle bei Gräfin Maritza von Emmerich Kallmann, wo ich aber eigentlich, das eine wichtige Rolle ist, und zwar, man muss dem Grafen wahrsagen, dass er eben dann die Gräfin heiratet und so weiter und so fort, und da durfte ich einspringen, und dann war ich 10 Jahre dort bei Professor Matzko im Engagement, mit meinem damaligen Mann auch, es ist der Herbert Sobotka, weil der war ja schon dabei und wir waren dann das Buffo-Paar schlechthin. Wir haben quer durch den Gemüsegarten, ich habe nicht nur immer große Rollen gespielt, aber doch unter anderem natürlich wichtige kleine Rollen auch. Das war zum Beispiel der Lehrbuhr in der Friedel, in der Goldenen Meisterin oder beim Zigeunerbaron, die drei Damen, der Hochzeitskuchen bitte zu versuchen, was auch wichtig war.
Aber unter anderem habe ich dann eine besonders große Freude gehabt, wo ich bekommen habe, dann den Prinz Orlowski in der Fledermaus. Und zwar, da musste extra für mich, weil ich so sehr klein war, ich war aber damals auch sehr zart, habe 50 Kilo gehabt, und jedenfalls wurde für mich sogar ein Frack geschneidert. Also weil so einen kleinen Frack habe ich gar nicht fertig gehabt. Ja, genau. Und das war dann auch eine schöne Rolle. Und aufgehört habe ich dann eigentlich mit der großen, schönen Rolle in Land des Lächelns, die Mie. Mhm. Und vorher haben wir natürlich, wir haben in Bad Ischl gespielt, wir haben in Berndorf, im Stadttheater Baden und so weiter. Und waren dann auch auf Tournee, der Herbert und ich natürlich, durch den Matzko in Göppingen, waren wir da in Deutschland und auch in Mallorca waren wir engagiert. Mhm. Also wir haben das Wienerlied, in Mallorca haben wir schon das Wienerlied auch weitergetragen. Okay. Also keine Operette, sondern Wienerlied. Mhm. Aber nach dem Operettenausstieg, weil ich ja dann unsere Tochter geboren habe, und so, da habe ich dann nicht mehr weiter getan, haben wir noch parallel zu unserem Geschäft, wir haben ein Bastelgeschäft mit Möbelerzeugern gehabt in Wien, haben wir parallel dazu auch das Ausflugsgasthaus in Gritzendorf gehabt, Kloster Neuburg, die Helenenhütte. Und da hat sich eigentlich jeder die Türsteine in die Hand gegeben, weil wir ja dort also Frühschoppen gemacht haben mit den Kernburm, Frühschoppen mit dem König des Wienerliedes Walter Haider. Mhm. Die Originalspitzburm waren bei uns vertreten, und zwar noch damals der Helmut Schicketanz, Toni Strobel logischerweise und der Helmut Reinberger und eben viele Größen, ich will gar nicht namentlich alle, weil das würde die Sendung sprengen und ich vergiss dann garantiert irgendjemanden. Und da haben wir auch nebenbei natürlich nicht nur Wiener Musik gemacht und Frühschoppen, sondern auch eben, wir haben eine Band auch gehabt, also wir waren schon sehr vielseitig und da haben wir so Sommernachtsfeste mit Tanz Musik gemacht, aber da ist auch die Wienerlied Liebe von mir eigentlich entstanden, muss ich sagen. Und das Gasthaus haben wir dann aufgegeben. Dann waren wir engagiert in Mallorca, auch viermal. Mhm. Da haben wir das Wienerlied nach Spanien gebracht. Ja, das war dann eigentlich die Sache. Und dann haben wir uns getrennt. Nach 22 Jahren, wie das manchmal so ist, hat jeder seine eigenen Interessen gehabt. Also wir sind aber nach wie vor heute noch sehr gut, wir singen sogar gemeinsam. Genau, das wollte ich nämlich gerade ansprechen, wollte sagen, das ist eher selten. Ja, ja. Aber man sieht halt immer wiederum gemeinsam auftreten. Ja, ja, ja. Also, wie gesagt, also, da gibt es überhaupt keine Probleme, weil wir sind, glaube ich, sehr vernünftige Leute und das eine hat miteinander nichts tun. Es gibt ja in vielen Ehen, dass man dann so auseinander lebt oder was immer nicht. Mhm. Aber dann habe ich eben Pause gehabt, also weil wir sind ja getrennt. Und dann wurde ich gefragt, ob das Duo Sobotka wieder aktiv ist. Habe ich gesagt, nein, eigentlich nicht wirklich. Und da haben Walter Haider und dann die Musikverlegerin, zum Beispiel Grete Rubisch, wird dir vielleicht namentlich noch etwas sagen. Und unter anderem natürlich auch der Professor Grell. Und die haben dann gesagt, naja, ich soll halt danach durchstarten. Und das habe ich dann gemacht. Und ich muss sagen, anscheinend dürfte es nicht so schlecht gelaufen sein, dass mich halt dann nach der Reihe engagiert haben und ich habe dann auch sehr schöne Erlebnisse und Erfolge dann gehabt damit und habe einige Auszeichnungen bekommen. Aber unter anderem, was sehr schön für mich war, ich habe auch auf dem Donauinselfest gesungen. Mhm. Dann habe ich am Silvesterpfad gesungen, dreimal. Mhm. Das war das größte Erlebnis für mich, also das möchte ich überhaupt nicht missen. Nicht, weil das nimmt mir niemand weg. Also, auf der großen Bühne da am Rathausplatz oder eben auf der Freien zu stehen und vor 5000 Leuten das Wienerische rüberzubringen. Und die Italiener haben unten da mitgeschaukelt, verstanden haben es gar nichts. Aber das ist wichtig für uns, dass das Wienerlied weiterlebt. Jetzt haben wir da hinten ja einiges aufgebaut. Das ist aber nur ein Bruchteil deiner Auszeichnungen. Du hast da wirklich tolle Auszeichnungen. Die letzte ist die von der Stadt Wien. Ja. Die Ehrenplakette. Das macht einen schon stolz. Ne? Ja, ein bisschen schon, ja. Und vor allem, was ich besonders stolz bin, ist natürlich, dass ich 2004 als erste Wienerliedinterpretin den Professorentitel vom Bundespräsidenten verliehen bekommen habe. Mhm. Und mein, das haben alle Schauspieler, alle Namhaften und alle Männer auch natürlich gehabt. Aber als Frau war ich die Erste. Nein, no, ist nicht schlecht. wenn man sich heute das Wienerlied anschaut,
Hast du das Gefühl, dass es weniger wird? Oder? Nein. Es ist so, das Wiener Lied kann nicht untergehen. Es war immer schon ein Auf und Ab. Ich habe ein 50-jähriges Bühnenjubiläum gehabt. Also ich weiß, ich kann ein Lied davon singen. Also ich gehöre schon zur Altpaperbox mehr oder weniger des Wiener Liedes. Aber ich muss sagen, es kann nicht untergehen. Es ist nur vielleicht in einer anderen Art verpackt wieder. Die Medien sind halt leider Gottes da wieder stiefmütterlich behandelt. Das ist leider, das muss ich schon sagen. Ja. Jetzt, du singst ja auch heute noch mit allen Leuten aus dem Wiener Lied-Genre. Ja. Wenn man so einen Wiener Liedabend hat, hat man da das Gefühl, fühlt man sich da zurückversetzt? Naja, ich muss eines vorausschicken. Ich singe nicht das ganz alte Wiener Lied, was ich sehr liebe, aber es ist nicht meine Art. Also ich gebe es ganz ehrlich zu, ich bin Mezzosopran, also ich habe eine... aussehensmäßig vielleicht bin ich alt, aber auf jeden Fall ist es so, dass ich sagen muss, es ist halt ja, zurückversetzt. Ich habe die Art vielleicht, dass ich das Wiener Lied nicht unbedingt, also dieses ranzerte Wiener Lied, was man früher gehabt hat, das haben wir beide als Duo auch nicht gehabt und als Solistin mag ich es auch nicht unbedingt. Mhm. Mir gefällt es, aber es muss zu jemandem passen. Ich glaube, zu mir passt, ich bin ein quirliger Mensch, also ich tue halt sehr viel und ich kann auch nicht ruhig auf der Bühne stehen und ich glaube, man merkt es auch zum Beispiel, dass ich ja nicht unbedingt sagen muss, ich stehe jetzt so stocksteif dort, sondern ich lebe das. Das schönste Kompliment habe ich voriges Jahr vom Bürgermeister Dr. Ludwig bekommen, im Rathaus, bei der Rathausgalle. Ist er zu mir, zur Garderobe nicht, aber wir haben keine Garderobe, sondern in die Loge gekommen und hat er gesagt, ich habe mich erstens einmal auf Sie schon gefreut, das ist was Schönes. Ja. Und dann hat er zu mir etwas gesagt, was ich ganz besonders hervorheben möchte, hat er gesagt, wissen Sie was, Sie kommen auf die Bühne, Sie singen nicht das Wiener Lied, Sie leben das Wiener Lied. Okay. Und was Schöneres, hätte ja gar nichts sagen müssen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber für mich war das schönste Kompliment, was ich seit langem gekriegt habe. Weil, das war nicht ein Kompliment, er hat gesagt, das ist eine Feststellung. Also, und ich hoffe, das bringe ich auch nach wie vor dem Publikum wieder. Nicht? Also, es ist so, ich bin wirklich schon der Altspatz von den ganzen Wiener Liedsängerinnen und Sängern. Aber nur, ich glaube, man spürt es, glaube ich. Und ich mache 25 Jahre bei den Häusern zum Leben auch diese unterhaltsame Musik dann natürlich mit Wiener Lied und mit verschiedenen anderen, also Professor Brucker, Professor Grossmann und so weiter. Und ich muss sagen, wenn dann die Senioren zu mir herkommen und sagen, wissen Sie, das ist die Art, die sie uns wieder ins, also sie halten uns mit diesen Liedern auch ein bisschen jung und das ist aufbauend. Natürlich. Wenn du vergleichst auf dieser Welt, haben manche Städte mehr Glanz und Geld. Fahrt mal dann weg von unserer Stadt, kommst du drauf, was sie für'n Zauber hat. Reden manche Leute von alter Zeit, alles war besser in der Vergangenheit. Ist nicht wahr, auch heut ist schön, man muss nur mit offenen Augen gehen. Das macht Sinn, wenn wir da gerade von Professoren reden, ich habe da ein Bild gesehen, die drei Professoren. Ja, wir haben uns so betitelt, weil wir waren damals alle drei Professoren, Professor Walter Heider, Professor Grossmann natürlich, der ein langjähriger Begleiter ist, ein fantastischer Pianist und wir haben da eben 25 Jahre, das eben nicht nur natürlich in den Häusern zum Leben, aber Konzerte hat gegeben und das war sehr schön. Mhm. Wir haben da eine tolle Zeitung, die Wiener Lied-Zeitung, ist auch günstig, wenn man sie beziehen würde. Man hilft dann mit dem Wiener Lied und man kriegt immer wieder den neuesten Stand, was los ist. Und da ist auch die Ehrung im Wiener Rathaus, da bist du auch drinnen. Ja, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Ja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt, wenn man so lange Wiener Lied macht, gibt es dann so Momente, wo ich sage, nein, jetzt gefreut mich das Wiener Lied nicht mehr, es wird fad.
Also das ist etwas, ich glaube fast, wenn ich, man, ewig werde ich es nicht machen können, weil vom Alter her, ich meine, ich weiß nicht, wie lange ich noch singen darf oder kann, oder solange es mich halt nicht von der Bühne runterschießen. Aber es muss glaubhaft sein. Man muss ident sein und man muss, also man darf sich nicht verstehen und man darf nicht einfach sagen, ja, jetzt gehe ich da hin, weil da kriege ich ein paar Euro. Oder man, Riesengagen gibt es im Wiener Lied leider nicht, aber das ist auch nicht der Sinn der Sache, weil ich mache sehr viele Benefizgeschichten auch für die Schmetterlingskinder, St. Anna Kinderspital und für Caritas und egal wie immer halt. Aber das ist, jeden Tag möchte ich das nicht machen, sage ich ganz ehrlich, ein bisschen was möchte ich auch verdienen, ich glaube, das ist ganz normal. Aber nur muss ich dazu sagen, also dass, wenn man da hingeht, das ist nicht wie wenn man in ein Geschäft geht und sagt, ja, das muss ich jetzt machen, weil ich muss halt leben davon, sondern ich habe ja das große Glück, was ich auch habe. Ich habe nicht gelebt davon. Verstehe. Also ich bin immer nebenberuflich, wir haben wunderschöne Sachen gemacht, aber ich habe es nicht hauptberuflich gemacht. Verstehe. Okay, du hast ja mit irrsinnig vielen Prominenten bist auf der Bühne gestanden. Einer davon, ein legendärer, heute sagt man Moderator, früher hat man gesagt Unterhalter, wie auch immer, war ja Heinz Konrads. Ich glaube, es gibt, was ich weiß, bislang keinen im ORF oder auch in anderen Fernsehanstalten, der so lange eine Sendung moderiert hat. Ich bin auch so sehr befreundet mit seiner Witwe, mit der Erika Konrads, die ich sehr liebe und die uns eigentlich einmal gern gehabt hat. Du warst oft bei mir auch in der Sendung. Ja, richtig, ja. Und zwar da waren wir aber zu zweit. Mhm. Und ich habe dann eigentlich in der Solo-Zeit habe ich dann das Lied übernommen. Und zwar, das war der alte Schusterbockerl. Ein alter Schuster sitzt wieder in seinem Kammer. Ein Berg voll Schurft, die warten auf die Reparatur. Vor ihm ein Bankerl drauf, so Nägel, Bob und Hammer. Und an der Wand, da hängt der alte Kuckucksuhr. Kein Mensch im ganzen Grätzl weiß von diesem Schuster, wie alt er ist und wie er wirklich heißt. Man hört nur Klopfen und dazwischen oft ein Huster. Die Hauptsache ist, dass ihr der Schuh gut passt. Der alte Schuster drum im Matzlingsdorf, der Bockerl, der arbeitet manches Mal bis eine in die Nacht. Sein ganzes Leben hockt er schon am Schusterstockerl und trotzdem hat er es zu Reichtum nie gebracht. Okay, ja. Und das ist eines seiner Lieblingslieder gewesen, das passt sehr gut in die Weihnachtszeit. Und das ist eine Vortragsnummer. Das ist nicht unbedingt, da braucht man nicht einen Heldentenor oder keinen großen Sopran dafür. Und das kommt mir natürlich entgegen, weil ich immer tiefe Stimme habe und ich glaube, ich mich gut artikulieren kann. Und das ist natürlich etwas, dieses Lied sagt von dem alten Schusser, der halt nimmer mehr kann und macht das halt seinen größten Stiefel in der Nacht halt und so weiter und dann stirbt er. Und das ist etwas, wo ich sehr stolz drauf bin, weil ich habe das übernommen. Insofern, das singen ja viele Männer. Also der Ludi Lux hat es gesungen und alle viele andere natürlich, die das wunderbar vortragen. Aber als Frau war ich die Einzige, weil der Karl Randwig, der Komponist dieses Liedes, hat zu mir gesagt, du, das passt für dich. Und das habe ich dann eigentlich immer praktiziert. Und um die Weihnachtszeit ist es fast eine Standardnummer von mir. Fast so wie Stille Nacht, ne? Ja, ungefähr so. Jetzt, wenn du so zurückblickst mit, gibt es da Tage oder Momente, wo du einfach nicht vergessen kannst? Was sagst du, diesen Moment, der verfolgt mir mein ganzes Leben im Positiven? Ja, da gibt es viele. Würde auch die Sendung springen. Aber es ist, was ich zum Beispiel auch sehr stolz bin, und zwar mit der Sabine Mach wurden wir als Botschafter engagiert vom deutschen Fernsehen, und zwar auf die Marienburg in Würzburg, also die Festung Marienberg hat es. Ne? Und da waren wir, also wie gesagt, dort vier Tage. Ja, das ist auch der Gunter Emmerlich, der Bass. Ja,
Bariton. Ja, genau, der hat durch das Programm geführt. Und wir waren dann als Botschafter von Wien dort in dieser Sendung. Und es waren lauter deutsche, tolle Kräfte. Und es ist für uns schon etwas Besonderes gewesen. Das ist eines. Silvesterpfad. Ein Erlebnis, was ich nicht mehr, mehr also messen möchte. Nicht? Weil, also, und die Auszeichnungen sind eigentlich nichts anderes, als wie, dass ich sagen muss, ich bin für meine Freunde, bin ich nach wie vor die Marika und bleibe sie auch. Und das wissen alle natürlich, weil ich bin ein Kumpel, ich bin kein Diva, kein gar nichts. Passt da gar nicht, eine Dame werde ich auch nie. Aber was eines ist, ich muss dazu sagen, ein bisschen stolz bin ich schon. Und das ist etwas, wo man sagen kann, ja, es ist eine kleine Anerkennung. Nicht, weil es ist nicht so, eine Selbstverständlichkeit ist es nicht, dass man mit dem Wienerlied so tolle Auszeichnungen kriegt. Nicht? Also, und ich muss sagen, und meine Kollegen, ich glaube, das darf ich schon sagen, nach dem 50-jährigen Bühnenjubiläum, ich habe die goldene CD auch gekriegt, von der Weltmusik wurde mir die verliehen, vom Verlag Weltmusik natürlich. Und ich muss sagen, das sind so Sachen, wo man sagt, ja, ich glaube, sie können mich ganz gut leiden. Ja, würde auch so sein. Ist dein Erfolg möglicherweise dadurch, dass du einfach so, ja, jetzt packen wir es an. Ja, weil ja. Das Gefühl habe, wenn du auf die Bühne gehst, so, jetzt packen wir es an, jetzt geht es an. Da tut mir nichts weh. Ist mir auch das letzte Mal. Ja. Viele von mir wissen es ja, einige wissen es schon natürlich, ich habe ja gesundheitliche Probleme, einige gehabt schon, bin im Rollstuhl gesessen etc., da wollen wir das aber heute gar nicht erörtern. Aber es ist natürlich so, dass ich sagen muss, auf der Bühne, das ist der Adrenalinschub, den ich habe wahrscheinlich und den ich brauche. Nachher kann ich ja dann wieder mit meinem Stock gehen. Aber auf die Bühne, da lebe ich halt dafür. Ne? Jetzt von den vielen, vielen Liedern, die du interpretierst, oder du hast ja eigene Lieder auch. Ja, habe ich einige auch, wo ich auch sehr wichtig, das Wienerlied eben speziell anspreche. Das heißt, du interpretierst nicht nur, sondern du hast deine eigenen Lieder. Auch, ja. Ja, von diesen ganzen, dieser ganzen Vielfalt an Wienerliedern gibt es da eins, was du ganz besonders liebst. Nein, das kann ich nicht sagen. Nein, eigentlich nicht. Es kommt immer auf die Situation an und auf das Konzert oder was immer dann eben ist. Ich könnte nicht sagen, das ist unbedingt mein wichtigstes oder mein bestes Lied. Es kommt auf die Tagesverfassung an, weil ich kann heute, ich kann ja keine Operettenlieder heute mehr singen, da würde die Stimme nicht reichen, also passt da gar nicht mehr zu mir. Und auch gehobene Wienerlieder, habe ich eine ganz nette Episode, und zwar, wenn es nicht zu lange dauert. Und zwar, wir haben eine Radiosendung aufgezeichnet, Professor Grell, und der Kurt Wotter war damals der Interviewer, und das war kein Publikum. Also das wurde dann ausgestrahlt und ausgesendet, und jedenfalls sagt der Kurt Wotter, also ich interviewe dich vorher und redest ein bisschen was. Und ich sage ich, nein Kurt, bitte mach es nicht mit mir, mach es mit Herbert. Es ist aber dann so entstanden, dass ich neben dem Kurt Wotter zu stehen gekommen bin, natürlich hat er mir als Erster gefragt. Und dann sagt er zu mir, es war eines meiner ersten Interviews, muss ich dazu sagen. Und er sagt, also Frau Sobotka, was bevorzugen Sie denn für die Art Wienerlied? Sag ich, na wissen Sie, Herr Wotter, ich habe so geschwollen geredet, also nicht so wie ich sonst rede, so wie heute, sondern ich habe gesagt, wir bevorzugen nur das gehobene Wienerlied, nicht das aus der untersten Lade. Also ganz, ganz blöd, muss ich schon sagen. Und jedenfalls, dann haben wir gesungen, Kinder sind alle benannt. Also, das war dann so richtig. Also, ja. Aber das kann passieren und das ist eben, life is life. Genau, so ist es. Und ich schäme mich auch nicht dafür, dass ich rede halt jetzt heute so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ja, aber noch zwei große, ne? Der Grell, der Walter war ja auch eine unvergessliche Stimme. Ja, ja. Ja, wunderbar. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich Stunden, wenn nicht sogar Tage plaudern, weil du hast wirklich ein sehr, sehr, kann man sagen, künstlerisch erfülltes Leben gehabt. Ja, das schon, ja. Und generell kannst du aber sagen, das Wienerlied, ist ja das Wichtige gewesen oder ist da eher die Operette? Nein, das Wienerlied. Das Wienerlied, ich bin relativ jung dazugekommen und wir waren auch, also die Chappics waren unsere Vorbilder, wenn man das sagen kann, und die haben immer gesagt, ihr seid unsere legitimen Nachfolger.
ist dann nicht so ganz entstanden, weil wir uns getrennt haben. Aber eines muss ich dazu sagen, es ist etwas, was für mich sehr wichtig ist und das darf ich vielleicht auch noch bewerten. Und zwar, jedes Bundesland hat sein Volkslied und Wien hat eben das Wienerlied. Und das Wienerlied ist unser großes Kulturgut. Und das darf man nicht vernachlässigen, weil im Ausland wird es geschätzt und geehrt. Ein Stück außerhalb von Österreich und das Wienerlied, also wir waren in Mallorca engagiert, ich muss ganz ehrlich sagen, also das war ganz, ganz toll. Und es ist auch so heute, dass ich sagen muss, wenn meine Art der Interpretation den Leuten nach wie vor gefällt, dann brauchen wir keine Sorgen haben. Mhm. Und ich bin stolz, Wienerin zu sein. Und ich bin eine patriotische Wienerin, obwohl ich nicht da geboren bin. Aber es gibt nichts, da fährt die Eisenbahn drüber. Und ich muss sagen, ich bin stolz darauf, Wienerin zu sein und unser Wienerlied nach wie vor zu interpretieren und zu singen. Und einer, der sich ums Wienerlied bemüht, ist ja das Radio Wienerlied, die Familie Zipp. Ja, ganz genau, ja. Und das sind sehr nette Leute, die ich auch sehr gut kenne. Sehr bemüht sind. Ja, ja. Und da erfährt man immer wieder, dass die gerade in Japan eine irre große Community haben, die das Wienerlied dort wirklich Fans vom Wienerlied sind. Stimmt, ja. Und das ist schön so, das ist schön. Ja, es freut mich, dass du trotz diesen fast tropischen Temperaturen es zu uns ins Studio geschafft hast. Fleißdorf ist zwar nicht weit weg, aber bei den Temperaturen ist ja da ist jeder Meter da schon ein bisschen schwierig. Ich freue mich, dass du bei uns warst und ich hoffe, wir sehen viele, viele Veranstaltungen von dir noch und werden auch gerne so häufig wie möglich vorbeikommen. Und ich bedanke mich ganz herzlich für die liebe Einladung. Gerne. Dankeschön.